Willkommen zurück bei Diablo 4. Wir sind in Korbach, der Kirche oder der Kathedrale des Lichts, nicht allzu abgewendeten Stadt. Das ist sehr interessant, haben wir beim letzten Mal herausgefunden, im Vergleich zu Brästeig. Ich hab's mit dem Namen hier. Definitiv mehr mit der Kathedrale verbunden. Leveln die mit? Ja, natürlich leveln die mit. Okay, was wollen wir machen? Wir wollen einmal der Hungerrufer machen. Das Hungerufer. Seht ihr mal, was das für einen Unterschied ausmacht. Wir wollen das Hungerufer machen. Ne, das war ja dieser Sack mit den Lebensmitteln, den wir überbringen sollen. Und danach gehen wir... Ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, ne? Also, wer weiß, vielleicht finden wir noch mehr Totems. Daher gehen wir dahin, dann machen wir das Dungeon, Lubans Ruhe. Eine Kriegerin und ihre Anhänger sind ihren Gräbern entstiegen. Oh no. Ich hoffe, der Boss ist gut. Und danach gehen wir zurück nach Brästeig und machen die Hauptaufgabe, beziehungsweise schauen wir, wo die uns hinführt. Und machen dann gestohlenes Kleinod, nehmt von Darcel Runentalisman. Okay. Klingt nach einem Plan, oder? So. Hallo. Hi. Wie immer, Statue von Lilith. Oh, Esel. Hallo, Esel. Mhm. Ein intaktes Feld. Welch seltener Anblick. Hallo, Isabel. Dieses Stückchen Land ist alles, was wir noch haben. Aber das reicht nicht mal im Traum, um all die hungrigen Mäuler da drin zu stopfen. Oh. Das ist das letzte Feld für die ganze Stadt. Erinnert mich an The Witcher, tatsächlich. Tatk. Vertraut ihr eurem Häuptling? Der Häuptling sagt, das Licht würde uns vor der Plage der Ziegenmenschen retten. Er spricht vom Licht, um in der Gunst der Kathedrale zu stehen, wenn sie hier aufkreuzt. Naja, und zerstört dabei die alten Druidensteine, die tatsächlich geholfen haben. Wollte, dass ich euch das gebe. Von Paar? Wirklich? Oh, danke. Wir haben seit Tagen nichts gegessen. Die Kleinen können kaum die Augen offen halten. Wir vermissen ihn schrecklich, aber er hat getan, was nötig war. Und seine Familie am Leben gehalten. Danke noch einmal. Gerne. Na gut. Lubans Ruhe. Ach, die Musik schon wieder, ne? Ah, Schlangen! Mehr Energie. Ich habe kaum noch Energie. Okay. Hallo Füchse. Trockene Leichen, okay. Hier auch ein vermutlich verlassenes Haus. Okay. Trostlose Ecke hier. Ich
Ich habe kaum noch Energie. Ich habe kaum noch Energie. Aua. Kaum noch Energie. Ich bin noch nicht bereit. Eieiei. Okay. Und hier geht's hoch. Kloster von Duin. Alles klar, ist nicht mehr viel von übrig, ne? Büßt, was heißt denn büßt? Entschuldigung oder was? Kann man sich entschuldigen? Verspotten? Entschuldigen. Verzeihung. Verjüngt den gesühnten Geist. Ihr haltet einen Tranksegen. Naja, danke. Wow. Na, hier hätte ich jetzt auch eine Lilith-Statue erwartet. Eine Lilith-Statue. Okay, Lubans Ruhe. Schauen wir mal rein. Ich hoffe, dass es kein blöder Boss ist. Das ist das Risiko, dass es dieser blöde Geist-Boss ist mit seinen Mega-Millionen. Ihr wisst schon, ist leider sehr hoch. Also, hab ich den Trottel mit seiner eigenen Klinge erstochen. Was? Aber mal keine, also Menschen. Wir haben richtige Menschen hier drin. Wow. Tötet alle Gegner. Na gut. Ich habe keine Energie mehr. Okay. Ach so, die sind, die arbeiten zusammen, die Skelette und die Blutvergießer, klar. Zeit, um das zu tun. Aua! Okay.
keine Energie mehr. Elixiere, danke, danke. Ja, sehr entspannte Gegner auf jeden Fall. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche mehr Zeit. Treter. Ich habe nicht genug Energie. Hey, nicht einnicken. Speist ihr mit uns? Ah, noch mehr. Okay. Noch nicht bereit. Okay. Noch 17 Gegner übrigens. Aber sehr angenehm. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, im Vergleich zu den anderen Dungeons, die wir hatten, echt angenehm. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe keine Energie mehr. Ich brauche mehr Zeit. Easy. Kryptaschlüssel, Hochlandreif, Heiltrank, danke, danke. Ah, nee. Später vielleicht. Oh, plus 58, das ist geil. Die werden besser, die Waffen. Diese Tür sollte einst Grabräuber draußen halten, jetzt hält sie die Toten drin. Wow.
Okay, aber cool. Gefällt mir sehr gut. Bis jetzt gut machbar. Bald bekommen wir noch so einen Paragon-Punkt. Das ist doch Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Oh, schöne Statuen. Reist nach Blanke Knochen. Blanke Knochen. Zerstört Wächterstatuen 3. Sonst nehme ich sie in meine Sammlung auf. Sorry, da musste ich einfach intervenieren. Danke. Ja, nimm doch den Schrein der Gier mit. Schadet doch nicht, ja, ja. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe kaum noch Energie. Oh, schreiende Verbindung. Ich brauche mehr Zeit. Okay, 3, 2, 1, los. Na, scheiße. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Genug Zeit, um das zu tun. Ich brauche mehr Zeit. Naja, leider ohne Meisterschaft, ist egal. Mehr Zeit. Na, das war ja nicht so geil. Lupan, ist das nicht? Ist nicht nachdem hier das benannt? Ich brauche mehr Zeit. Oh yeah. Lupan.
Lubans Ruhe, sag ich doch. Schade, ich dachte, das wäre vielleicht irgendwas Besonderes. Okay. Mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Oh, mit da ist voll. Shit. Zerstört Wächterstatue 1, wir reisen schon mal zurück. Okay, aber wie nochmal, es ist ein sehr angenehmes Dungeon, weil es tatsächlich von den Gegnern her sehr gut zu bewältigen ist. Da hatten wir schon andere Kaliber. Jetzt muss nur noch der Boss stimmen. Jetzt muss nur noch der Boss stimmen. Ah, okay. Hallo. Grüßt euch. Wie soll ich meinen Hammer führen? Besser als bei Null anzufangen. Ich nehme es euch ab. Besser als ich dachte. Wie macht das eigentlich aus? 497. Ja, schon ein bisschen. Da haben wir ein gutes Stück. Gut, gut, ich weiß, wir müssen eigentlich auch nochmal zur Kiste, machen wir beim nächsten Mal. Ha ja, ha ja, aber wir können schon zusammenpolen, ne? Man muss sich das nur trauen. Einfach mal ein paar Gegner nehmen, die müssen eigentlich da sein. What? Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich bin noch nicht bereit. Eieiei. 880.000 Gold. Nicht schlecht. Oh.
brauche mehr Zeit. Okay. Begebt euch in der Spukkammer. Oh nein. Oh nein, Spukkammer klingt wie dieser blöde Geistboss. Geistboss, wisst ihr noch? Vielleicht schaffen wir den ja auch. Mit seinem Instakill. Oh ne, ist okay. Mehr Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Zeit. Kam ich nicht raus? Zeit, um das zu tun. Noch nicht bereit. Nice. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Ja. Nehme ich. Cool. Ja, war komplett okay. Komplett okay. Das ganze Dungeon war okay. Etwas lang. Ich hätte nicht gedacht, dass am Ende noch ein Boss kommt. So vom Gefühl her, aber cool. Ja, dann könnten wir uns porten, oder? Wir können hier nochmal wegen der Lilith-Statue gucken, aber... Nö.
brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Gut, teleportieren wir uns mal. Aua. Noch ein Speer mitgeworfen, der uns jetzt gleich noch trifft. Okay, so, hier waren wir schon mal. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir haben uns die Stadt auch schon angeguckt, aber haben dann gesagt, jo, wir nehmen nur die Aufgaben an und machen stattdessen erstmal hier die Ecke fertig. Haben wir soweit, außer hier. Schauen wir mal, was uns die Hauptaufgabe bringt. Das war ja hier, nee, da oben. Der Häuptling. Holz wird sich wie Gras im Wind biegen, wenn die Geister kommen. Physische Barrieren allein werden nicht ausreichen. Und eure Talismane und die Kritzeleien im Dreck, halten die Toten länger auf? Häuptling Asgeil. Ihr habt eine gute Zeit gewählt, um Braystark zu besuchen, Wanderin. Die Wetzsteine singen, die Herzen schlagen. Süße Musik an einem roten Tag. Donan schickt mich. Ha. Immerhin seid ihr kein weiterer Ritter der Reue. Immerhin? Wir sind es, die dieses Dorf mit unserem Leben schützen. Lasst gut sein. Ein unheilvoller Nebel, aus dem Geister steigen, umgibt den Hügel. Bald sind sie hier. Helft ihr uns, sie zu bekämpfen? Ich suche einen Dämon, der hier war. Ah. Das war es also. Dieser Tag wird immer besser, nicht wahr? Der Dämon ging den Hügel hinauf, zu Eridas Reich. Aber falls ihr nicht selbst zum Geist werden wollt, solltet ihr nicht dorthin gehen. Bleibt lieber bei uns. Ich kann euch zu Erida führen. Auf gar keinen Fall. Ich komme zurecht. Donan vertraut dieser Reisenden. Das sollten wir auch. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Das ist Donans Sohn, ne? Wer verwundert ist... Achtet darauf, was im Nebel lauert. Und kehrt schnellstmöglich zurück. Donan macht mich einen Kopf kürzer, sollte euch etwas zustoßen. Mhm, Joren, Donans Sohn. Schöner Konflikt. Also hier prassen wirklich die beiden Welten aufeinander, ne? Wir haben diese spirituellen, rituellen Maßnahmen der Druiden. Und wir haben auf der anderen Seite die Kathedrale des Lichts mit ihrem Licht und Inarius und so weiter und so fort. Und sie wollen hier ihre Symbole auf den Boden malen, ihre Runenplättchen aufhängen. Und die Ritter der Reue hingegen wollen mit Gebeten an Inarius hier die Dämonen oder generell alle Bedrohungen aufhalten. Okay, aber wenn Lilith in Richtung der Druiden auf den Weg ist, heißt das natürlich, dass sie zusätzlich zum Standort des Dämons noch mehr herausfinden könnte und ihr wisst ja, Asmoroth, ich vergesse den Namen jedes Mal, das müssen wir natürlich verhindern. Jorin, erzählt mir von Erida, das ist ja die Druidin, die mit Donan zusammen damals und Nefane, die drei haben ja damals den Dämon besiegt und meine Vermutung ist ja, dass sie jetzt von ihr die zweite Information bekommt, wie sie den Dämon zurückholen kann. Ne? Also Lilith will ja diesen Amaroth da, diesen Dämon des Hasses zurückholen. Und sie weiß, wo er ist, und von Erida erfährt sie wahrscheinlich, wie sie ihn zurückholen kann. Sie ist eine Legende. Sie gehörte zu den Druiden, die an der Seite meines Vaters Astaroth besiegten. Ich bin mit Geschichten über ihre Weisheit und ihren Mut aufgewachsen.
Oh Mann. Gehen wir. Dichter Nebel hängt über den Straßen. Daher führt der schnellste Weg zu den Hügeln gen Osten, durch die Hügel der Tränen. Findet mit Jorin den Eingang zu den Hügeln der Tränen. Ja, das machen wir jetzt auch, ne? Ah, ja, weil ich will jetzt nicht wieder wie beim letzten Mal die Aufgabe so komisch herauszögern. Wartet mal kurz, ich bin sofort wieder da. Moment. Ich bin sofort wieder da, Moment. Moment. So, sorry, extrem wichtige Business-Angelegenheiten, das war ein Witz. So, okay, also wie gesagt, wir machen jetzt erst die Hauptaufgabe. Ich möchte nicht nochmal wie beim anderen Gebiet, dass wir die jetzt zu Ewigkeiten wiederholen, wenn wir hier in die Stadt zurückkommen. Dann gehen wir erstmal mit ihm los. Ihr seht aus, als hättet ihr die Welt gesehen. Hoffentlich kann ich das auch eines Tages. Was hält euch auf? Mein Vater, ihr habt gesehen, wie er ist. Ich muss schon betteln, um die verdammte Bastion verlassen zu dürfen. Na, zu Recht. Ich meine, hier sind überall Dämonen hier draußen. Außerdem mit deinem Schmiedehammer kommst du bestimmt nicht weit, mein Freund. Ja, also wir suchen einen Eingang zum Hügel der Tränen. Machen wir das auch mal direkt, ne? Ne, da waren wir aber auch noch nicht hier, ne? Da waren wir, aber da noch nicht. Heieiei. Ich meine, der Ritter hätte auch mitkommen können, ne? Sie hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn wir zu dritt gereist wären, aber... Er wollte scheinbar nicht. Was haben wir hier? Viele Beeren, ne? Ich bin noch nicht bereit. Wow, was war das denn? Das sah cool aus. Der kommt mir vor wie so ein kleiner Anduin aus WoW. No, sorry. Sorry, Ziegen. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Okay. Hier haben wir auch wieder eine Ritualstelle der Druiden, aber keine Lilith-Statue. 5 Ausrufezeichen. Oh, da ist der Nebel. Aha. Na gut, schauen wir uns erstmal an, was es mit den Hügeln der Tränen auf sich hat. Weite von Bronnark. Schon überall Leichen gewesen. Jägerleiche. Ich erkenne diese Leute. Was könnte ihnen das angetan haben? Weiß ich nicht. Ich sehe da unten den Eingang in die Hügel. Es müsste einen Pfad Richtung Osten geben, der uns hinführt. Mhm. Okay. Aber coole Aufgabe auch wieder, dass wir jetzt auch eine Begleitung dabei haben. Ich bin gespannt. Und der Weg hier ist versperrt.
Und diese ganz stille Musik im Hintergrund, diese leichten Nuancen nur, fabelhaft. Tal des Übergangs. Da vorne ist ein Grabhügel. Zerborstenes Steingrab. Sieht aus, als wären Wurzeln durchgebrochen und hätten den Grabhügel zerstört. Hat das etwas mit dem Nebel zu tun, der sich in den Hügeln ausbreitet? Ah, so Wurzeln, die einen von unten durchbohren, auch keine schöne Vorstellung. Da vorne ist der Eingang zu den Hügeln. Moment, warum ist der Durchgang blockiert? Jorin? Versiegelt. Doch da steht etwas. Scheinen alte Druidenrunen zu sein. Das Lied des Windes, das Heulen von... Oh nein, sie kommen. Schnell! Also gut. Eale, Eale, Dugru, Anidola Nohedo. Ein Sprechgesang. Er wird uns den Weg öffnen. Licht, beschütze uns. Haltet sie fern. Ach du Scheiße. Hör mal, ich will hier keinen Druck machen, aber es ist ganz schön knapp hier, ja? Ich bin noch nicht bereit. Tamere oba fe akragare. Es hat funktioniert. Eieiei. Etwas reißt die Geister aus ihrer Ruhe. Wir sollten uns beeilen. Mhm, sehr gerne. Quest abgeschlossen. Nahende Schatten. Betretet die Hügel der Tränen. Boah, plus 40. Wenn ihr einen Elite-Gegner Schaden zufügt, erhaltet ihr eine Barriere. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir irgendwas Tolles hier... ob wir irgendein schönes Legendary machen können. Da habe ich gerade Bock drauf. Da habe ich gerade richtig Bock drauf. Hey ho. Hallo. Schade. Ja, haltet. Oh. Überragend. Gar nicht gruselig oder so. Ist schlechter, ist schlechter, ist schlechter. Verstohlenheit, Fallenfähigkeiten.
Oh, geht nicht. Gut. Naja, immerhin neuen Helm, warum nicht? Der ist besser, mehr Rüstung. Da haben wir natürlich einen coolen Effekt nicht mehr mit der Barriere, wenn wir einen Elite-Gegner angreifen. Das war schon geil. Das hat sich auch bemerkbar gemacht. Naja. Besser als bei Null anzufangen. Naja, naja, dafür haben wir die Vorlage. Okay, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich hoffe nur, dass der nicht stirbt. Dann ist Donan bestimmt richtig mies drauf. Hügel der Tränen. Also wir haben Wurzeln, die aus dem Boden kommen. Wir haben einen Nebel und wir haben Lilith, die nach der Druiden sucht. Wir haben diesen komischen Hund, der hier durch die Gegend läuft. Dieser Hund des Hasses. Definitiv ein druidischer Grabhügel an der Stelle. Interessant, dass er druidisch kann, ne? Also scheint Donan seinen Sohn Jorin auf jeden Fall nicht komplett nur kathedralenorientiert aufzuziehen, sondern auch mit den alten Sitten. Ja, er lehrt auch die alten Sitten, so in der Richtung. Ihr wisst schon, dieses druidische Zeug. Die Toten wurden hier ebenfalls gestellt. Und doch bereitet mir Eridas Abwesenheit größere Sorgen. Sollte sie hier sein, oder was? Diese Kammer. Sie ist genau wie mein Vater sie beschrieben hat. Ihr wart noch nie hier? Ich kenne nur die Geschichten, die er erzählt hat. Aber die rastlosen Toten kamen nicht vor. Findet mit Jorin einen Weg durch die Hügel der Tränen. Nur so am Rande, Donan weiß glaube ich nicht mal, dass Jorin überhaupt hier ist, oder? Er sollte wahrscheinlich schön in der Stadt bleiben und hat sich jetzt mit uns davongeschlichen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, da fehlt eine Kugel. Da. Sprecht mit Jorin. Mhm. Erida hätte den Pfad der Toten nicht auf diese Art versperrt. Die Geister sollten frei durch die Erde wandern. Lilith. Merkwürdig. Die Tür ist mit einem irdenen Siegel verschlossen. Was hat mein Vater darüber gesagt? Schutzsteine. Das war's. Wenn ihr mir von den Grabhügeln in der Nähe einige bringt, kann ich den Weg öffnen. Findet und platziert den fehlenden Schutzstein im runenverzierten Hinkelstein. Da würde sich Obelix freuen. Helft Jorin dabei, den mit Runen versehenen Durchgang zu öffnen. Okay. Ich muss gerade mal meine 15 Handys zur Seite legen. Wartet. So. Okay. Woher wisst ihr so viel über die Druiden? Vater hat ihren Glauben und ihre Bräuche stets respektiert. Es war wichtig, dass ich seine Bewunderung verstehen lernte. Wann immer er darüber sprach, hierher zu kommen und Erida zu treffen, sah ich ein Licht in seinen Augen, das einem Feuer gleichkam. Die beiden standen sich nahe. Aber sie scheinen sich mit der Zeit auseinandergelebt zu haben. War eure Mutter Druidin? Nein, aber das war ihr Land. Sie war so etwas wie eine Gelehrte. Sie hat örtliche Bräuche und Rituale bewahrt. Sie starb, als ich noch jung war und... Nun ja, fast alles, was ich über sie weiß, stammt aus ihren Schriften. Solange nicht Erida seine Mutter ist. Aber okay, das erklärt's. Genau wie ich gesagt habe. Donan ehrt also die alten Riten, auch wenn er ja nach außen hin sehr für die Kathedrale des Lichts ist, weil er ja auch will, dass sie Skosklen helfen, aber im Nachhinein ehrt er trotzdem und respektiert auch die alten Bräuche. Das ist schön. Ein wichtiger Gegenstand fehlt. Tür der Kammer. Wow. Ich bin noch nicht bereit.
Töte 1000 Zombies. Natürlich töten wir 1000 Zombies, gar kein Problem. Ich bin noch nicht bereit. Mehr Zeit. Okay, das heißt also, das hier ist ein Ort, der eigentlich von den Geistern, von den Toten durchwandert wird und Erida als Druidin hat hier drüber gewacht. Und Donan hat sie früher regelmäßig besucht, so in der Richtung. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Oh, ich bin aber auch doof, ne? Aua. Daran sterben, das hätte jetzt noch gefehlt. Okay. Und da ist der Schutzstein. Da ist eine Truhe. Dankeschön. Dann bin ich mal gespannt. Also hat Lilith die Tür versiegelt, ja? Dann war sie hier. Dann hat sie auch Erida ja schon gefunden. Ach du Scheiße. Ich will eigentlich nicht gegen irgendeinen Dämon des Hasses kämpfen. Gegen so einen richtigen. Ups. Leda Hal il Oskol. Das hat geklappt. Vielleicht besänftigt das die Toten. Zumindest ist das ein Anfang. Finde Beniorin den Weg durch die Hügel der Tränen. Yo. Dämonische Markierungen. Lilith war hier. Auf dem Altar steht etwas geschrieben. Oh, ich will's. Das sieht aber geil aus. Ich will's gar nicht wissen, ne? Bei Wurzel und Stein. Bei Tränen und Leid, wir tragen die Flamme in Ewigkeit. Tote Augen aus Asche und Glut, verflucht sind wir und unser Blut. Ah, ein Klagelied, das von Erida geschrieben wurde. Das ist eine Gedenkstätte für alle, die im Kampf gegen Astaroth gefallen sind. Die Schwachen werden untergehen. Was? Oh, Asche. Vergessen. Wartet. Wir sind nicht eure Feinde. Sie muss diese Helden ihrem Willen unterworfen haben. Erida würde das niemals dulden. Es sei denn, ihr ist etwas zugestoßen. Da gehe ich auch fest von aus. Das wissen wir noch nicht. Kommt. Na, weiß ich nicht. Nicht so optimistisch, bitte. Thank you.
bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Wow. Ich brauche mehr Zeit. Aber verstehe ich das richtig, dass Lilith dann diese Gedenkstelle geschändet hat, mehr oder weniger, ja? Weil da war ja dieses Blut überall und... Nicht bereit. Wir haben ein Paragon-Punkt. Oh mein Gott. Vor allen Dingen bringt uns das gar nichts. Ich weiß nicht, wie wir jemals auf 170 Stärke kommen sollen. Das muss das Hügelgrab der Ältesten sein. So viel entweiht. Wusste ich's doch. Dämonennarben auf ihrem Grab und Druidenrunen, um die Toten zu erwecken. Hat sie Erida dazu gezwungen, oder was? Diese Runen, dieser zarte Hauch, das ist Eridas Werk. Warum hat sie sich mit einem Dämon zusammengetan? Ich habe schon andere unter Liliths Kontrolle geraten sehen. Erida schwor, die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Was sollen wir tun? Wir müssen sie aufhalten. Genau. Lösungen finden sich vor uns, nicht hinter uns, wie Vater sagt. Kann das sein, dass sich das langsam schwieriger entwickelt als geplant? Ich hoffe nicht, dass wir gegen Erida und Lilith kämpfen müssen. Ach Quatsch, beziehungsweise Erida und irgendeiner dämonischen Manifestation wie dieser komische Hund bei Nefane. Betretet die Ahnenhöhle. Ahnenhöhen. Okay. Klingt nach draußen. Jo. Findet Erida. Oh nein. Oh nein, oh nein. Habt ihr das gehört? Etwas schreit dort vor Wut. Oh. Das war einer der verehrten Toten aus den Grabhügeln. Zurück zu den Würmern. Mögen sie Ruhe finden. What the fuck? Wie der da hing? Hallo. Glaubst du, wir würden uns so leicht zu den Toten gesellen, Junge? Wie habt ihr es hierher geschafft? Durch die Hügel. Dadurch? Ganz schön mutig von euch. Und ganz schön dumm.
Ah, also hätten die Wurzeln uns den Weg blockiert, ja? Hier wären irgendwo diese Wurzeln gewesen. Ich verstehe, ich verstehe. Auszug aus Maisies Tagebuch. Ein Tagebuchfragment, das von Erida handelt. Erida kam zu Besuch. Papa gab ihr Salz und Wasser. Sie dankte ihm, dann machte sie sich auf den Weg. Ich wollte mitgehen, ihr helfen, für die Toten zu singen, aber Papa ließ mich nicht. Wir teilen uns die Hügel mit der Druidin, aber ihre Arbeit ist nicht unsere Arbeit. Oh, die Musik. Okay. Arlo, hast du Erida gesehen? Was ist hier passiert? Erida war mit einer gehörnten Frau hier. Nicht ihre normale Gesellschaft, das steht fest. Ah, Lilith. Sie gingen nach Norden. Der Klang von Eridas Talharpa verhallte im Wind. Und dann begann dieser Wahnsinn. Falls ihr ihnen folgen wollt, werdet ihr bei all dem Nebel nicht weit kommen. Die auferstandenen Gebeine scheinen ihn anzuziehen. Wir haben andere in den Hügeln entdeckt, bevor sich dieser aus der Erde erhob. Ich werde hierbleiben und die beiden beschützen. Der Nebel ist zu nah, um sie schutzlos zurückzulassen. Die Steine verteidigen uns, Junge. Ich erinnere mich noch, als du... Ich bleibe, Arlo. Stur wie dein Vater. Das wird dich am Leben halten. Eieiei. Dann ist Donan der Einzige, der es geschafft hat, Lilith zu widerstehen? Warum bleibt ihr hier, trotz all der Gefahren? Viel sicherer, als durch diesen Nebel zu irren. Diese Hütten sind mehr als Stein. Meine Ahnen haben sie gesegnet, um Sturm und Geister abzuwehren. Klagt der böse Wind euch seine Pein, sucht Schutz in einem Haus aus Stein. Da habt ihr recht. Hey, das ist so ein Kind, oder? Warum hat die eine Stimme wie ein Erwachsener? Und warum liegt da ein halber Mensch, wenn es hier so sicher sein soll? Naja. Und wo sind alle, außer dieser Halbe da? Ich habe ihnen geraten, hier zu bleiben. Aber sie sind alle geflohen, als der Nebel kam. Sie sind bestimmt in Sicherheit. Sie kennen diese Hügel besser als jeder andere. Vielleicht. Aber Angst verwandelt selbst die Weisen in Narren. Und woher kennt ihr Jorin, Donans Sohn? Ich bin ein Freund seines Vaters. Hab ihn während der Tage der Asche kennengelernt. Hab ihm sogar das Leben gerettet. Wenn ihr ihn fragt, wird er wohl behaupten, er hätte meins gerettet. Er kam schon länger nicht mehr her, aber früher war das anders. Ab und zu haben wir uns sogar auf ein Bier in seinem schicken Haus getroffen. So habe ich Jorin kennengelernt. Ja, Donan hat in der Tat mehrere sehr schicke Häuser. Und Maisy? Seid ihr wohl auf? Mir geht es gut. Wir haben genug zu essen für mehrere Wochen. Ich habe auch meine Klinge geschärft, falls irgendwelche Geister zu nahe kommen. Ihr habt sie gut gelehrt. Von jemandem wie mir gibt es nicht viel zu lernen. In Wahrheit ist sie der Grund, warum ich hier oben so lange durchgehalten habe. Es tut mir echt leid. Soll das... Es ist eine kleine Frau, ja? Es soll gar kein Kind sein. Ich bin so verwirrt. Gut, also. Nächste Aufnahme. Wir werden durch den Nebel irren. Oh yeah. Und, die Überreste der Auferstandenen zerstören, um den Nebel einzudämmen. So habe ich das jetzt verstanden. Und danach heißt es Erida suchen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Diablo 4. Ich freue mich drauf. Ciao.